Willkommen zu Half-Life 1 Let's Play Walkthrough Whatever Part Nummer 10. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Der Punkt ist allerdings, das ist schon das zweite Mal Part 10. Und ich bin mir nicht sicher, welches der richtige Part ist. Ich habe nämlich bereits letztes Mal den Part 10 gespielt. Ich habe allerdings vergessen, vorher auf Aufnahme zu drücken. Ich gehe mal davon aus, hier haben wir wieder ungefähr eine halbe Stunde zwischen und das war beides heute, Part 9 und Part 10. Ergo wird das sicherlich das Ende von Part 9 gewesen sein. Ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir ein bisschen leiser. Diesmal läuft auch die Aufnahme. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Was ist Scheiß? Aber gut. So, dieses Feld habe ich bereits mit Part 9 bearbeitet. Das ist schon, das ist alles richtig. Und wie es weitergeht, weiß ich demnach auch schon. Aber ich habe auch noch ein extra letztes Mal gefunden, welches ich mir diesmal auch wiederholen möchte. Da ging es hoch. Also wie gesagt, den Part hier habe ich schon gespielt. Ich weiß ungefähr, wo ich jeweils hin muss. Nur so als Hinweis für euch. Da ich euch keinen Teil vom Half-Life 1 Gameplay vorenthalten möchte, spiele ich den Teil nochmal. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, einen Teil doppelt zu spielen teilweise. Ja, Ich würde jetzt lieber weiterspielen, aber kommst du jetzt mit? okay, I'll see you Nein, du sollst mitkommen. Komm runter. KI ist letztes Mal ist er mir etwas lieber gefolgt. Ja, runter mit dir. Da ist eine Treppe. Spring. Sehr schön. Und jetzt folge mir, unauffällig. Das letzte Mal hat er auch komisch rumgespackt, aber anders. Vielleicht sehen wir das ja gleich auch noch. Er war nämlich permanent der Meinung, nicht diese Tür aufmachen zu müssen, sondern erst da hinten zu den anderen Leuten rennen zu müssen. Aber diesmal hat er als erstes die Tür aufgemacht. Und hier hat er letztes Mal in die Luft. Genau. Irgendwas in die Luft getippt. Sehr sympathisch, was auch immer das sein sollte. Ah, wir haben jetzt hier unsere beiden Automaten. Wir können unser Leben und unsere Energie wieder auffüllen. Ist hier sonst noch was? Hier gab es sonst nichts. Oben ist auch noch eine Tür, da kann man jetzt so durch. Wahrscheinlich hat er die geöffnet oder sowas, ich weiß es nicht. Und wir haben hier eine etwas umfangreiche Kanone. Mit der müssen wir das Tor da hinten aufsprengen. Dann kommen da lustige Gestalten raus, die von Soldaten getötet werden. Wunderbar. Dann töten wir noch die Soldaten. Und Munition kann man nicht sammeln. Gut. Weiter geht's. Bald. Ja, das wird es gewesen sein, denke ich mal. Okay. War es das jetzt? Sieht gut aus. Kämpfen spart uns Munition, wa? So. Hier ging es noch nicht weiter. Wir müssen davon durch den Schacht.
Der Schacht führt auch nicht sonderlich weit weiter. Da vorne kommen wir nämlich gleich über eine kleine Absperrung nicht rüber. Ach, da kann man mal noch was. Ist nämlich der Weg zu Ende. Das kriegen wir noch kaputt, da kommen wir nicht rüber. Und das ist auch ganz gut so. Denn der Part wird einfach. Das sterben. Wunderbar. Ach, jetzt habe ich auch noch wieder Leben verloren, falls du willst. Gibt's nochmal Energie. Ah, guck mal, volles Leben, volle Energie. Also wünscht man sich mehr. Da bin ich das letzte Mal auch gestorben. Mein Death Counter ist demnach nicht hundertprozentig korrekt. Aber. Tja. Vergessen auf Record zu drücken. Okay. Also im letzten Let's Play bin ich schnell da durchgerannt, bevor die Granate mich erwischt. Dann bin ich da rausgekommen, bevor das zusammengebrochen ist. Hat auch gut funktioniert. Jetzt habe ich den anderen Weg gefunden, wenn man das nicht macht. Da waren, glaube ich, drei Viecher hinter. Mal gucken. Und nochmal. Ah, vier. Doch vier. Na gut. Hier bekämpfen sie sich jetzt alle ein bisschen. Lassen wir mal eben vonstatten gehen. Noch mal ein bisschen hier Krams reinschießen. Unten war, glaube ich, auch nichts mehr zu holen. Obwohl, ich habe gerade letztes Mal gar nicht geguckt. Wir können mal eben unten hinter der Ecke gucken, ob es da was gibt. Ja, hier gibt es einen kleinen Laderraum. Ja, den habe ich letztes Mal nicht gefunden. Sehr schön. Kriegt man den auch auf? Nee. Ja, ein bisschen Energie. Das ist ja nicht schlecht. So findet man doch jedes Mal wieder neue Sachen. Jetzt erinnere ich mich, hier konnte man Sneaky Beaky eben zwei Wachen weghauen. Dein Kollege ist gerade neben dir umgekippt, aber das juckt dich gar nicht, ne? Ja, ja. Da oben war auch noch einer drauf, wenn ich mich recht entsinne. Gibt auch noch einen Schuss ab. Au. Unter uns nur so ein Dicker, oder was hat er gerade Geräusche gemacht? Nee, alles weg. Nochmal hier Munition sammeln.
Dann geht's hoch. Ups, so. Dann der einzige Weg, wie es hier runter geht. Jetzt kommt gleich eine geskriptete. Ach, ich will ja eigentlich nicht spoilern, aber. Und das Feuer kommt alle näher. Letztes Mal habe ich mehr Schaden gekriegt. Aber na gut. Tut mir leid, dass ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Ich hätte jetzt lieber auch weitergespielt, wie gesagt. Mal schauen. So. Ja, Area Secured, richtig. Och, duck dich. So. Unten war noch was zum HP aufladen, das werden wir auch gleich machen. Nehmen wir das HP mit, was wir kriegen können. Auch wenn uns nur 6 fehlen. Aber mal gucken, dass ich vorne einen Level-Part geschafft habe mit irgendwie 18 HP überbleiben. Ist hier das HP wahrscheinlich doch ziemlich sinnvoll. Und da war wieder der Grafikbug, den habe ich letztes Mal auch gesehen. Wahrscheinlich irgendein Area Portal in der Art, wie die Map gemacht wurde. Eine Optimierung. Irgendwo war einer. Ich wusste nicht mehr, wo oben oder unten, aber. Und hier war auch noch einer drin. Richtig, so, da ist auch nochmal HP, aber wir sind voll. Die Tür können wir nicht aufmachen. Nicht mal das, wir haben nicht mal eine Option dazu. Also wir kriegen nicht mal eine Ablehnung. Aber. Hallo. Das erste Mal hat er mich hier leicht erschreckt. Ich hätte ihn fast angeschossen, wäre nicht das erste Mal gewesen. Kommst du jetzt mit? Let's get the hell out of here. Ja. Ja, komm. Ich wünschte, man könnte so Garry's Mod-mäßig mit der Crowbar jemanden schubsen, bzw. TTT-mäßig. Das käme mir manchmal sehr gelegen. Manche der Wachleute sind doch etwas schwer von Begriff. Ach nee, du bleibst noch eben hier, sicherheitshalber. Da waren nämlich noch eine Handvoll Gegner, die gleich kommen. Dich darf ich nämlich erstmal nicht verlieren. Ich glaube, das war's schon wieder an Gegnern. Aber nicht, dass mir der Wachmann noch an einem blöden Fehler stirbt. Den brauchen wir nämlich jetzt nochmal. Okay, why not? Didn't want to die alone anyway. Ja, sehr gut. Wer will das schon? Da kommt er auch diesmal mit, sehr schön. Der darf mir jetzt nämlich da vorne das Tor aufmachen. Ah, ja, noch was hinter. Nö. Ja, Shotgun. Brauchen wir aber gar nicht. Ach nee, die Tür geht auf, nicht das Tor. Und weiter geht's. Loading. Ah, richtig. Ich speichere sich jetzt einmal, weil da haben wir das nächste lustige große Viech. Diesmal rennen wir allerdings weg. Und zwar haben wir diesmal wieder die Möglichkeit, dieses Wesen zu zerstören. Nämlich nicht nur der Wachmann tot mit der ganzen Hälfte daneben. Oh. Und ich bald, wenn ich soweit mache. So, und jetzt müsste da gleich das dicke Viech kommen. Theoretisch. Und das können wir dann mit dieser Apparatur hier wegbomben. Ist natürlich ein interessanter Aufbau, dass man so eine
Bomb-Station oben auf dem Silo setzt und direkt neben sich alles versucht wegzubomben. Oh oh, das hat nicht gereicht. Nein, 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 du grillst uns nicht. Au. Naja, wir sind hier unten. Geh du mal um. Ah, wir haben etwas getroffen, aber nicht das Vieh. Der Punkt, auf den wir geschossen haben, der war schon ganz gut. Aber noch nicht ganz passend. Ja, schön, wie er brav läuft. Und weg ist er. Bam. Das dicke Viech ist weg. Sehr schön. Und jetzt können wir uns noch da hinten diesen Weg frei bomben. Wo wir gerade beim Todeszähler sind, den ich aufgrund des Doppelspielen jetzt nicht ganz korrekt habe. Ich bin auch hier das erste Mal gestorben. Aber das ignoriere ich jetzt mal großzügig, weil ich keine Lust habe, das Ganze. Also die Audioaufnahme, mein Mikrofon von der ersten halben Stunde, vom ersten Mal diesen Teil spielen, habe ich noch. Aber das macht nichts. Werde ich denn wohl verwerfen müssen. So. Und hier bin ich auch nochmal gestorben, weil ich so dämlich bin. Da bin ich nämlich sehr gestorben. Jetzt bin ich weit genug zurückgewichen. Und jetzt werde ich hier gleich auch nochmal zerquetscht, wenn ich hier aufpasse. Oh oh. Ich hab's doch geahnt. Ja. Aber wäre es so einfach gewesen auszuweichen. Na, einen Tod habe ich jetzt unfreiwillig nachgeholt. Jetzt möchte ich aber eben gucken, ob das was denn da jetzt frei wird, wenn das alles runtergefallen wird, ob man da oben irgendwas Tolles sieht oder so. Sieht recht seltsam rausgebrochen aus, aber gut. Gibt kein Secret oder sowas frei. Hätte ja sein können. Das ist nicht, was ich damit aktiviert habe, aber. Oh nein! Ich könnte mir vorstellen, dass ich das Ding aktiviert habe und damit den Wachmann getötet habe. Das tut mir leid. Der ist mir letztes Mal allerdings auch gestorben, wenn auch durch Aliens, die sich reingeportet haben. Genau wieder. Und nicht durch den Turm, den ich beschworen habe. Mein Gott. Hier gibt es noch ein wenig HP zum Aufladen. Dann müssen wir da gleich rechts nicht lang. Da unten kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, was dort war. Deswegen gehen wir direkt hier weiter. Und sparen noch etwas mehr Zeit. So, dann diese lustigen Gebilde. Wenn man die zerstört, kommen die kleinen Fische ein jagen. Ach ja, ja. Die man ganz gut mit den anderen zielsuchenden Dingern hier zerstören kann. Mal gucken, ist unter Wasser noch was?
meine, das letzte Mal hier auch die Multiplayer-Map wieder erkannt zu haben, dass es diesen Teil auch auf der Multiplayer-Map gibt. Und dass dort unter Wasser Leben, nicht Leben, aber Loot ist, den ich mir öfters geholt habe, aber ich weiß auch nicht mehr, was das war. So. Den Turm da vorne wollen wir nicht auslösen. Und hier habe ich das letzte Mal aufgehört. Das heißt, wir haben quasi 10 Minuten. 10 Minuten von meinem Gameplay gespart. Hier habe ich das letzte Mal einen Cut gemacht. Ich kam hier in eine neue Ebene, ein neues Gebiet rein. Und die halbe Stunde, die ich pro Part ungefähr anpeile, war um. Da habe ich gedacht, dann breche ich an der Stelle ab. Aber da wir jetzt noch ein paar Minuten haben, machen wir noch eben weiter. Wir müssen eine der beiden Wege nehmen, Westen oder Westen. Ich schlage vor, wir gehen nach Westen. Und da ist noch Energie drunter. Ach, hier geht's jetzt genauso weiter. Na gut. So. Wie gesagt, ab jetzt ist es wieder Neuland für mich. Das ist wieder ein Gebiet, wo ich, wenn ich diesen Part schon gespielt habe, ja, habe ich schon mal, aber das ist etliche Jahre her. Boah, fuck. Ich mag die Dinger nicht. Unter anderem, weil sie sehr relativ billig gemacht aussehen. Kann das Viech auch hier durch? Ne, offensichtlich nicht. Dann sind wir mal so frei und ignorieren das. Hier kann man auch nichts machen, okay. Dann ignorieren das vielleicht doch nicht. Ja, schwimmen nochmal hier wieder zurück. Und jetzt schießt halt hier noch was entgegen. Au, au, au. Also sonderlich Schaden machen die Viecher nicht und lustigerweise ist der, immer nachdem ich das Wasser verlassen habe, wieder am anderen Ende des Beckens. Oh, jetzt treffe ich hier gar nicht hier, oder was? Eieiei. Das war relativ schlecht geschossen gerade, aber gut. Das Unterwasserfischi gewesen ist weg. Und ich weiß. Hält viele Schläge aus, backt wieder lustig rum. Ich frage mich wieder, wo lang ich weiter muss. Vielleicht muss ich da sogar drunter her, ohne zerquetscht zu werden. Das könnte natürlich sein. Ich probiere es jetzt einfach mal. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, was das heißt, ich komme hier nicht raus. Ei, ei, ei. Kann man da auch drunter her? Wahrscheinlich sticht aber daneben lang vielleicht. Ja, vielleicht komme ich auch drunter her. Ja, passt. Okay. Hey, hey, hey. 40 HP habe ich noch. Okay, ich habe gut was auf die Fresse bekommen. 36. Ja. Ich habe gut was abbekommen. Okay, ich glaube, wir brauchen gleich einen Raketenwerfer. Wie ich drauf komme? Ich weiß auch nicht. Intuition. Dann speichern wir vorher noch mal kurz, bevor wir... Ja, nee, warte noch. Obwohl, ich habe gerade noch eine Stimme gehört. Nee. Nee. Okay. Ah. Die warten wieder mit einem Panzer auf uns. Was ist da hin? Oh, nochmal kurz.
uns neue Munition holen, wenn die uns hier noch so zur Verfügung gestellt wird. Ist ja schon nett, ne? Überall wird die ganze Zeit was weggebombt. Eieiei. Emergency containment door engaged. Okay, passiert nichts. Außer ein toller Spruch. Dann müssen wir bestimmt hinterm Panzer weiter. Eine richtige Waffe in die Hand nehmen, dass man den one-shotten kann. So, jetzt haben wir wieder eine Fahrstuhltour, wir nach dem ersten Teil. Ich glaube, jetzt haben wir zwar nur knapp 26 Minuten gebraucht, aber das ist ein schöner Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen von Part Nummer 10 zum zwei Dritteln etwa, ein Teil, den ich leider schon vorher gespielt habe, durch fehlendes Aufnehmen. Genauso wie ich schon mal 10 Minuten gespielt habe, wo ich vergessen habe, Boxen auszuschalten bzw. Headset zu benutzen, wo dadurch die Mikrofonaufnahme unbrauchbar wurde. Aber so passiert das halt beim ersten Let's Play, Walkthrough, whatever, was ich bislang mache. Ist alles noch etwas neu. Aber bislang macht Spaß. Ich freue mich weiter auf euer Feedback. Bislang hat es mir Spaß gemacht, das immer zu lesen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.